Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Black Ink und wir versuchen uns heute nochmal am Fungus. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal Black Ink gespielt? Ich bin mittlerweile ein bisschen so, ich komme aus dem Tritt, keine Ahnung. Ich habe Sachen auf der Platte liegen, wo ich denke, oh, die könnte ich morgen bringen und dann denke ich, ah, nee, habe ich erst gestern gebracht und ne. Naja, wie auch immer. Also, Riesenaufnahme, Fußballmanager habe ich gerade hinter mir. Die nächsten Tage muss ich da wohl nicht mehr ran. Ich hoffe, ich weiß danach noch, was ich machen wollte. Ach, auch egal. So, Fungus. Fungus ist angesagt. Also, was haben wir hier? Fungus. DNA-Bonus hört sich gut an. Boah. Wir nehmen doch den mit. So, dann nehmen wir Plug is harder to cure. Das hört sich interessant an. Dann nehmen wir mit Spreading by Sea Air Land. Ja. So, dann nehmen wir das hier natürlich noch mit dem Klima und dann lassen wir das und dann geht's weiter auf normal und dann nennen wir das Ganze natürlich als fünften Versuch mit Fungus. Wie gesagt, auf Casual habe ich den direkt gelöst, das ist jetzt der vierte Versuch auf normal und normal dokumentiere ich immer in Videoform und ja, wir starten rein und ich möchte heute mal in Ägypten anfangen. Ja, fangen wir in Ägypten an. So, wir starten direkt mal los. So, ja, Large Disease, wie auch immer, Spores, bra, bra, bra. So, es gibt ein paar Pünktchen. Wir brechen schon ganz gut aus und da gibt es schon die ersten orangenen Bubbles, die bringen ja ein paar mehr Pünktchen. Was ist denn hier los? Haben wir schon? Nee, wir haben noch nicht Symptome, ne, ich wollte schon sagen. Ja, das hier unten wurde mir irgendwie empfohlen, das hier unten ist Symbol, Platz, also mit Blattlied, das verstehe ich nicht ganz. Rechts unten oder rechts oben? Was hat man mir dann? Keine Ahnung. Irgendeins von den Dingern, was angeblich hier unten sein soll, wäre zur Ansteckung durch Leichen oder so. Ich blick's ehrlich gesagt nicht ganz. Ist ja auch wurscht. So, was haben wir noch? Sangstrong, harmless New Zealand Source of Power. Was? Fluctuation in Earth's Magnet Field is claimed by scientists to be strong enough to be harnessed by New Zealand. Verstehe ich nicht ganz, aber es hat irgendwas mit dem Erdmagnetfeldschiff zu tun, der irgendwie in Neuseeland besonders hart trifft. Ja, irgendwie kann ich Punkte nehmen. Ich habe immer Angst, dass Symptome entwickelt werden, um hier natürlich das Ganze weiter voranzutreiben. Ich bin da am Überlegen, das verbreitet sich ja eigentlich nicht besonders gut. Also ich weiß auch nicht, das Verbreiten, sag ich mal, von Fungus-Dingern ist extrem, also von Fungussporen ist irgendwie extrem schwer. Virus und so geht da relativ schnell. Also ich glaube, in die Sachen hier brauchen wir so gut wie gar nicht reinzugehen erstmal. Ich würde mal sagen, wir haben hier ja viel Wasserwege. Wir entwickeln mal in Wasserwege rein. Und für die Luftwege entwickeln wir mal in die Luftwege rein. Und hoffen, dass wir uns so ein bisschen schneller ausbreiten.
Ja, was wir verhindern müssen, ist auf jeden Fall, dass wir entdeckt werden. Und deshalb müssen wir verhindern, dass wir Symptome kriegen. Orangene Bubbles gibt es aber ganz schön oft gerade hier in Ägypten. Also das geht richtig voran, die Bubbles. Allerdings, was nicht vorangeht, ist die Infektionsrate. Und wir sparen Punkte so viel wie es geht. Wir versuchen uns natürlich auszubreiten. Dafür müssen wir Punkte opfern. Bringt ja nichts, wenn wir hier irgendwie nur Ägypten haben. Wir brauchen ja die ganze Welt. Oh, das gibt richtig Punkte. Das gefällt mir. Come on. Jetzt beschleunigt's aber richtig. Jetzt geht's ab. Wenn wir jetzt natürlich noch über Wasserwege oder Luftwege in andere Länder kämen, wäre natürlich besonders schick. So, irgendwann müssten wir ja mal einen, der das Land verlässt, dann erwischt haben. Ich meine, wir haben ja jetzt alle in dem Land. Geht ja nicht anders. Irgendwann müsste da ja mal einer dabei sein. So, wir gehen nochmal auf Wasser, wir gehen nochmal auf Luft und hoffen, dass wir so doch noch eine Verbreitung hinkriegen, auch in Nachbarstaaten. Und ich glaube, das hätten wir uns fast komplett sparen können. Kommt mir langsam zumindest so vor. Symptome wollen wir nicht. Symptome wollen wir nicht. Ah ja, jetzt kriegen wir doch ein paar Nachbarländer. Ich bin erstaunt, dass wir die doch so in dieser Methode kriegen. Hier unten, oha. Okay. Irgendwie taucht es jetzt doch überall mal auf der Welt auf, habe ich so den Eindruck. Spanien geht's auch gut voran. Ich bin erstaunt. Wieso geht das in Spanien so gut voran? Ist ja eigentlich ein reiches Land und so, ne? So mit Medikamenten und allem drum und dran dürfte eigentlich gar nicht so schnell vorangehen, aber es geht stetig voran. Es gefällt mir, wenn sich das so ausbreitet, wenn ich da nicht großartig noch rein investieren muss in andere Sachen. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht ganz. Die hier sind in Spanien. Das ist halt ein reiches Land. Und reiches Land hat meistens gute Möglichkeiten der medizinischen Versorgung. Und eigentlich müssten wir jetzt hier reingehen, dass wir gegen die Sachen hier einigermaßen immun sind. Dann haben wir eine bessere Chance, dass wir auch in Spanien Fuß fassen können. Ja, und es geht auch schon schneller voran, sobald wir uns da festsetzen mit Medikamentenresistenz. Also, dass wir über Luft- und Wasserausbreitung jetzt dann doch so gut vorankommen, überrascht mich doch ein bisschen. Weil der Fungus, das ist eigentlich überhaupt nicht dem sein Ding. Fungus, der ist normalerweise so unbeweglich wie sonst was.
Trotzdem haben wir hier schon die Insel erreicht. Ja, ich glaube, man braucht einfach doch nur die nötige Geduld. Ja, und in Spanien geht's jetzt richtig ab. Dürfen halt nur nicht tödlich werden oder Krankheiten. Also sobald Krankheiten behandelt werden müssen, wegen dem Fungus, und da unten die Forschung losgeht, kriegen wir ein Problem. Wir müssen Punkte sammeln und wir müssen die ganze Welt nehmen. Und jetzt haben wir Indien erreicht. Und wenn man Indien erreicht hat, hat man gleich mal eine Milliarde Leute zusammen. Das geht da ratzefatze. Und jetzt sind wir auch schon in China drin. Das geht hier. Jetzt beschleunigt es gerade hier weltweit. Jetzt geht da richtig was voran. Ich habe keine Ahnung, warum. Das sind alles halt die Nachbarländer irgendwie. Ja, ich bin am Überlegen, ob wir noch besser gehen sollen auf reiche Länder und vielleicht auch mal ein paar Punkte hier oben in die kälteren Länder investieren und ab jetzt alles sparen. Mehr brauchen wir nicht. Ja, ist wirklich so. Mehr brauchen wir nicht, weil wir sind jetzt Zentralafrika hat irgendwie ein Kuss-Dingens-Wettbewerb, nee, Kussfest, Love Festival. So, Russland haben wir auch schon. Ja, und Russland ist ein kaltes Land. Und hier ging es jetzt nicht voran, wenn wir eben nicht dieses Kältedingens da entwickelt hätten. Dadurch, dass wir das jetzt haben, geht es auch gleich in Russland voran. Und mit den Medikamenten geht es in reichen Ländern voran. Und ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. So, und das nehmen wir wieder raus. Wir nehmen alles raus. Ich will keine Symptome haben, dass ich will nicht, dass eine Forschung losgeht. Ich will erst die ganze Welt infiziert haben. Das sieht diesmal gut aus, muss ich ehrlich sagen. Das sieht diesmal richtig gut aus. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sich's verteilt. Auch in großen Ländern, ohne dass wir irgendwie, wir müssen dafür keine Punkte aufwenden, ja. Also wir sind jetzt zum Beispiel schon in den USA drin und es geht sehr gut auf die Nachbarländer über. Das heißt, wir infizieren eigentlich ein Land nach dem anderen über die Nachbarländer und Nachbarländer eben auch über Flugrouten und so weiter. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wir haben schon einen Großteil, haben wir jetzt wirklich schon drin. Wir kriegen auch die kalten Länder hier oben. Eben dadurch, dass ich, dieses Kältedingens da erforscht habe. Ich glaube, das war eine ganz gute Strategie und wir kriegen Punkte ohne Ende. Australien haben wir auch schon. Russland nehmen wir gerade im Sturm. Die hier wehren sich noch. So, Deutschland ist jetzt auch infiziert. Sehr schön. Ey, das brummt, das brummt, das gefällt mir. Wir kommen in die Länder rein. Mit Hitze haben wir gar kein Problem irgendwie. Mit Kälte haben wir vorgesorgt, dass wir eben hier diese kalten Regionen auch kriegen, ohne dass wir da Stress bekommen. Und wir sind, glaube ich, sogar in Neuseeland. Ja, wir sind drin. Krasse Show. Ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt 100 Punkte. Ich habe so den Eindruck, 100 Punkte ist das Maximum. Nee, 102 geht auch noch. Ich habe Angst, dass wir keine Punkte mehr dazu gewinnen. Ja, ich investiere mal 21 Punkte in Harder to Cure. Damit haben sie es dann extrem schwer.
extrem schwer, die Kollegen. Aber mehr will ich jetzt noch nicht ausgeben. Ich will sparen. Ich habe gesagt, ich will sparen und ich will auch sparen. Alles, was jetzt reinkommt, das wird auch gespart. Wir sind noch lange nicht fertig mit unserem Kampf gegen die Welt, gegen die Menschheit. Wir kommen gut voran, das gefällt mir. Norwegen haben wir. Kuba haben wir. Also die Karibik haben wir sogar jetzt. Also das sind Karibik und so habe ich noch nie drauf geachtet. Es gibt ja auch Grönland sind wir drin, Island sind wir drin. Ich glaube, wir haben fast jede Nation mittlerweile. Ist noch eine Frage der, wie schnell breiten wir uns dort noch aus? Ist der Hammer. Ist der Hammer, hätte ich nicht gedacht. Wurde ich haben wir es jetzt geschafft, dass sich das so gut ausbreitet durch die Wasser- und Luftverbreitung, die ich so hoch entwickelt habe? Haben wir es dadurch hingekriegt, dass sich das wirklich so gut verbreitet? Das ist ja nicht zu glauben. Ich wollte gerade sagen, das Land haben wir noch nicht und in dem Moment geht dort eine Bubble hoch. Jetzt sind wir echt fast überall drin, oder? Ja, es gibt keins mehr, wo wir nicht drin sind. Ist alles nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Land komplett haben. Nice! Und sie haben uns noch nicht bemerkt. Sehe ich das richtig? Es gibt noch keine Forschung gegen uns. Alle sind relaxed und sagen, ja, Bildspore, macht nichts. Macht uns ja nicht krank. Machen wir gar nichts von, gehen wir auch nicht zum Arzt. Ja. Und ich bleib meiner Linie treu. Ich will jetzt so kurz vor Toresschluss auch nicht mehr entdeckt werden. Ich lasse da nichts weiterlaufen. Bevor wir nicht wirklich jedes Land hier komplett eingenommen haben, sammle ich einfach nur Punkte und denk mir, wurscht. Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. So gut waren wir noch nie unterwegs mit Fungus. Haben es geschafft. Stinknormale Verbreitung. Ich muss noch nicht mal irgendwelche Sporenbubbles da platzen lassen. Habe ich ja in der Vergangenheit immer gemacht mit dem Fungus, weil ich den Eindruck hatte, ich kann mich anders nicht verbreiten. Diesmal läuft's. Ich bin nur gerade ein bisschen entsetzt. Ich habe den Eindruck, da hinten haben wir irgendein Land übersehen. Irgendeine Karibikinsel noch nicht vollends infiziert? Nee. Wo sind wir denn noch nicht drin? Nee, wir sind in jedem Land. Es gibt kein gesundes Land mehr. Es gibt noch 218 gesunde Leute, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt haben wir sie alle. Ja, die letzte Person auf dem Planeten, die wurde infiziert. Jetzt haben wir sie alle. Und jetzt, ja, jetzt haben wir Spaß. So, und wir gehen wir von oben auf Organversagen oder gehen wir von unten rum, was es heilen nochmal schwerer macht. Wenn wir hier rumgehen, ja, dann kriegen wir hier mit, nämlich, das ist harder to cure. Das ist schon tödlich. Und das ist dann das Multiorganversagen. Ja, das heißt, wir sind harder to cure und haben schon Multiorganversagen mit drin. Und wenn wir jetzt hier noch reingehen und dann noch drauf gehen, dann sind wir noch mal harder to cure. So, und dann würde ich sagen, lassen wir es laufen. Los geht die Party. Und die Tödlichkeit beginnt und wie sie losgeht.
First Death in Sweden. Okay, in Schweden fangen wir an. Da geht's, ja. Hardcore, 1 Million, 3 Millionen, 5 Millionen, 8 Millionen. Jetzt geht's los. Jetzt die Tödlichkeit weltweit. Die haben keine Chance, glaube ich. Ja, 68 Millionen. Ich glaube, wenn wir 1 Milliarde haben, kriegen wir mit jedem Tick irgendwie Punkte. Ja, schlimmer als die spanische Grippe. Ja, wir gehen jetzt richtig ab. 300 Millionen infiziert. Ja, das läuft. Das läuft mal richtig geil jetzt. Ich glaube, wir schaffen es zum ersten Mal, den Fungus hier durchzukriegen. So, wenn wir 1 Milliarde haben, so, jetzt kommen da ständig Punkte nach. Seht ihr das? Und wenn wir jetzt noch hier reingehen, Research Speed verlängern. Das heißt, die brauchen mehr, die kommen kaum noch voran. Wir können sie nochmal langsamer machen. Wir brauchen ja gar nicht mehr auf Tödlichkeit oder so zu gehen. Wir bremsen das jetzt ein hier. Die haben keine Chance. Das ist gelaufen. Wir haben es geschafft. Echt unglaublich. Ich hätte das nicht geglaubt. Als sie die Grenze zugemacht hatten, hatten wir schon alles. So. Keine Chance. 17%. Die kommen so gut wie nicht mehr voran. 18%. Lasse forschen. Die sind weg. Es gibt nur noch 750.000 Überlebende, 750 Millionen Überlebende und die droppen sekündlich. Mit jedem Tick sind hier, forget it, ey. Keine Chance. Die haben keine Chance. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Noch 200 Millionen Menschen auf der Erde. 150. 100. Die sind gerade bei 20%. 80 Millionen, ja, es lebt nur noch Deutschland. Jetzt lebt noch nicht mal mehr die Größe von Deutschland. Es lebt noch halb Deutschland. Und die sind erst bei 19%. Vergesst. Keine Chance mehr. Dass die überhaupt noch Wissenschaftler haben, die durch Flugzeuge da durch die Luft fliegen können. 20 Millionen. Da unten, da tut sich ja schon nichts mehr. Alles, was die versuchen, chancenlos. 10 Millionen Menschen leben noch. Es wundert mich, dass sie immer noch Flugzeuge schicken können. Eigentlich dürfte es unter 8 Millionen kaum noch Piloten geben, die so eine Maschine fliegen können. Ich glaube, jetzt fliegen auch keine Flugzeuge mehr. War ziemlich schnell zu ersehen, dass das funktioniert, dass das klappt, dass wir diesmal alles haben. So, die letzten Überlebenden der Welt, die letzten 500.000 stellen fest, das war's. Wir gucken uns noch an, wie die letzten sterben. Und das war's mit Menschheit. Tja. Das Leben auf dem Planeten geht weiter. Irgendein Vogel, irgendein Fisch, irgendwas lebt weiter, auch wenn es keinen Mensch mehr gibt. Das Ende der Welt ist somit nicht gekommen. Nur das Ende der Menschheit. Tja, das ist was, was zum Nachdenken gibt. Immer wieder in dem Spiel. So einen kleinen Hauch, ja? Versteht ihr? So ein bisschen. So ein kleines Virus, kleine Bakterie, kleines Pilzchen, was auch immer, das eine Mutation in die falsche Richtung zu spät erkannte und schwupp sind wir alle weg. Krasse Show. So, die letzten sterben noch durch ein Erdbeben, oder wie? Und das war's. World destroyed. Krass, Errungenschaft freigeschaltet. Das ist jetzt neu, oder? Dass das dann rot ist, wenn man es schafft. Oder?
Habe ich das übersehen, oder? 1716 Tage hat zwar lange gedauert, aber wir haben es knallhart durchgezogen hier. Endlich haben wir den Fungus hinter uns. Ich bin mal gespannt, mit was es weitergeht. Prozent mehr haben sie nicht geschafft. Es hat lang gedauert, ja. Ich meine, guck mal, es hat fast ein Jahr gedauert, nur um Ägypten zu kriegen. Nach einem Jahr haben wir es langsam ausgebreitet auf die Nachbarstaaten. Ja, das ging, und dann ging es echt, das ging dann plötzlich voran hier. Ein Jahr hat's gebraucht, bis wir Ägypten hatten, und nach 2 Jahren hatten wir schon, ja, ein gutes Stück erreicht. Da hatten wir schon ein paar Staaten komplett eingenommen. Das ist noch nicht mal 2 Jahre. 360 Tage ist ein Jahr und 365. Das heißt, wir müssen hier in 720, das ist 2 Jahre. 2 Jahre hatten wir schon, also ein Großteil, also mit Indien und so weiter hatten wir schon einen Großteil, als wir dann China auch noch hatten. Indien und China ist ja die halbe Weltbevölkerung im Prinzip. Dann haben wir im Flug, da oben haben wir noch Russland genommen. Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Die Medikamentenresistenz, die hilft, in die reichen Länder reinzukommen. Und die nördlichen, die kalten Länder, das ist auch so ein Problem. Deshalb muss man auf die Kälte gehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Das hat ganz gut funktioniert. So, nach 1000 Tagen hatten wir eigentlich schon fast die ganze Welt. Da haben wir nur in so ein paar Regionen hier gekämpft, um uns dann wirklich durchzusetzen, dass wir das ganze Land wirklich damit infizieren. Und es hat lang gedauert hier oben. Da gibt's so ein paar Dinger, das war schon extrem schwer, sich da durchzubeißen. Ja, es ist schon crazy. Das ist, es ist nicht so leicht, mit dem Fungus da überall reinzukommen. Und dann haben wir angefangen, die Leute aus, ja, umzubringen, im Prinzip mit Tödlichkeit. Sieht man dann dran, dass es jetzt schwarz wird. Und das ging dann auch relativ flott voran. Also im Prinzip haben wir in dem Moment, wo wir dann die ganze Welt hatten, nicht mehr lange gebraucht. Hat es ein Jahr gedauert oder so und dann war alles hin. So, was haben wir freigeschaltet? Neuraxwurm, was ist denn das? Neuraxwurm, Neurax, das könnte irgendwas mit Hirn zu tun haben und Wurm. Wie? Goa'uld? Okay, Goa'uld. Das ist scheinbar das nächste, was wir dann vor uns haben. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich muss jetzt mal gucken, was ist. Discovered Neuraxwurm. Manipulativ Organism. Borrows into, ja. Das ist definitiv. Das ist, das ist ein Goa'uld. Herzlich willkommen, oder darf ich vorstellen, ein Goa'uld. Krasse Show. Spielen wir Stargate. Gut. In der nächsten Folge werden wir dann versuchen, Stargate zu spielen und die Welt als neuronaler Wurm zu infizieren, als Goa'uld eben. Bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.